Ich habe da angerufen, ich habe da gelogen. Ich habe gesagt, ich kriege keine Luft, ich kann nicht kommen. Ehrlich? Ja, sicher. Nein. War eine Notlüge. Guten Morgen, ihr elendigen Stricher und Hurensöhne und metaphysischen Missgeburten von Hetern und Trollen. Und ich bin geistig gestört. Der Staat sagt, ich bin behindert. Aber bin ich gar nicht. Ich habe nur ein paar Straftaten begangen. Kannst du mich... Keine ist, er ist halt und mit Benzin. Chillt er in seinem Auto wie in einer Limousine. Meine Liebe kommt wie der Winter in Berlin. Er will immer mehr, aber hat er nicht verdient. Ja. Okay. Cool story, bro. Sie wollte kein Gangster, sie wollte das Gold und die Playa. Okay, so. She looks like the Turkin. Bauchnabel pursing. She have little tits but the ass like a peach. Long like a... Mein sechs Monate alter Sohn hat das Game schon durchgespielt. Ja, und ich sag euch eins, euer sechs Monate alter Sohn, Junge, erstmal seid ihr alle eine Inzuchtfamilie und der hat wahrscheinlich auf Vanilla durchgespielt. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, dass das jeder ein Monate alter Dude kann. Versteht ihr es? Ich kann das nicht mehr. Der Prolog mit der Inzis-Familie war crazy. Du hast einen Plan. Wenn ich jetzt auf dich eingehe, dann erfülle ich deinen Plan. Julian! Dann gehe ich, dann bin ich wieder, dann habe ich verloren. Nein, bist du nicht! Mein Plan ist es, dass jeder bauen kann. Guck mal, du kriegst... Mach weiter, Hilfe. Ich bin raus. Abgelehnt. Du kriegst lieber... Du kriegst lieber... Abgelehnt. Scheiße, dann gib mir die hier und gib mir 150 drauf. Dann kriegst du die. Ja, okay. Vorbei. Nein, es ist vorbei. Wallah, es ist vorbei. Ich hoffe, meine Mutter ist nicht vorbei. Nein! The sound effects that you have. Where do they come from? Woher? Was, meine Mutter? Komm her! Was geht ab, bro? Was ging bei dir in den Ferien so? Entspannt Serien geguckt und so. Okay, was für Serien? Die du meintest. Aha! Schauen wir mal an. Ja. Und? Wie fandest du sie? Sehr geil. War das jetzt so schwierig, hä? Und? Wo bist du? Welche Episode? Ich bin durch. Ja, durch ist er. Und was lernen wir jetzt daraus? Ich höre jetzt auf dich. Wehe, du zweifelst meine Vorschläge wieder. Tut mir leid. Peace, Leute. Die Leute fragen sich immer noch, wie hat er so ein Selbstbewusstsein in so einer Menge einfach zu reden. Leute, wenn ihr das machen wollt, macht mir ruhig nach. Aber linken, verlinkt mich dann auch. Ihr wisst Bescheid. Peace. Du bist die Liebe meines Lebens. Bitte lass uns heiraten. Wurde auch Zeit. Oh, stimmt das? Ich glaub nicht. Nee. Mit 6 Jahren weigerte ich mich, im Iran auf einer Mädchenschule mein Kopftuch zu tragen. Und ich habe es einfach weggeschmissen. Mit 6 Jahren in einer deutschen Schule weigerte ich mich, die Käppi im Unterricht auszuziehen. Und sie haben mich einfach rausgeschmissen. Hi, ich mache jetzt einfach mal eine Sprachnachricht, weil es einfacher ist. Ja. Was wollte ich jetzt nochmal sagen? Dreistellig ist doch im Normalfall ist doch Normalfall 1000er Bereich, oder? Oder ist das 100er Bereich? Weil, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das geht. Aber einstelliger Bereich sind doch so 10 bis 20, oder? Oder wird das immer noch ein...
Was hast du heute gemacht? Schattenboxen! Was? Schattenboxen! Oh mein Gott, okay. Mit wem schreibst du? Klassengruppe. Sind da auch Jungs drin? Die ganze Klasse ist drin. Dann schau alle zu Jungs! Was ist dein Sternzeichen? Ich glaub nicht dran. Jetzt sag. Löwe. Und wann hast du Geburtstag? November. Hä, aber das ist nicht Löwe. Ich bin trotzdem Löwe. Ich stell dir eine Frage, dann stellst du wieder mir eine Frage. Okay. Eistee Pfirsich oder Eistee Zitrone? Ronaldo, jetzt bin ich dran. Bist du Jungfrau? Wer ruft dich an? Mein Vater. Warum hast du gesagt mit anderen Jungs? Ich mach ein Bild von dir. Okay, mach. Was machst du da? Das ist meine Pose. Nee, mach was anderes. Ja, okay. Hä? Und was machst du heute noch so Schönes? Schattenboxen. Oh mein Gott, Hilfe. Die Tasche ist aber nicht echt, oder? Voila, sie ist echt. Ja, okay. Ich kann dir alles kaufen, was du möchtest. Ich kann dir die ganze Welt kaufen. Oh mein Gott, sie hat Kylie Jenner als Hintergrundbild. Oh mein ja, Gott, und jetzt? Safe, du bist auch so eine Visi, oder? Safe, hä, was hast du damit zu tun? Bist du eine Visi? Bist du eine Visi? Nee, bin ich nicht. Und wen hast du als Hintergrundbild? Ronaldo. Ich glaube, das zwischen uns wird nichts. Schau dich doch mal an. So eine Mischfläche ist nie wieder mehr. Guck dich doch mal an. Ich wollte dich eh nicht. Da habe ich so 5 Bier getrunken. Es war das erste Mal, dass ich richtig Alkohol getrunken habe. Da habe ich das erste Mal so richtig Alkohol getrunken. Und dann kam der Dude, bei dem wir da waren zum Grillen. Der meinte zu mir, yo, willst du mal Wodka trinken? Und er rennt dann so rein und kommt so raus mit so einer, das war irgendein Special-Wodka. Meinte er auch, das ist ein weißer Wodka und der hat über 50% und bla bla. Und ich so, ja. Und kennst du diese Ikea-Pokalgläser? Stell ich halt hin und er so gießt ein und sagt stopp. Erstmal so richtig saufen mit den Jungs, war so... Lass ich immer eingießen. Dann hat er mir dieses Pokalglas von Ikea halb voll gemacht. Dann habe ich gesagt, stopp. Bro. Und dann habe ich das geäxt. Komplett? Ja. Guck, wie viel war das? Das war doch locker 200 Milliliter oder sowas. So, und dann sind wir zur Tram und sind da hingefahren. Ich saß so in der Tram und dann hat es so langsam gezündet. Und ich saß da for real so. Und kennst du das, wenn anfängt hinten sich so richtig Speichel im Rachen oder so? So wenn das so... richtig heftig Speichel produzieren. Yeah. Und ich habe dann angefangen, so den Speichel auszuspucken, weil es war alles für mich weird und neu. Ne? Ich hatte gar keinen Plan, was abgeht mit meinem Körper. Ich sehe diese erste Gasse, wie es reingeht in dieses Magni-Viertel. Mhm. Alles voll, komplett weg. Und ich kann mich nur noch daran erinnern, wie ich immer an diesen Öffnungen stand. Also immer in diesen fetten Tonnen, immer woanders und einfach nur richtig hart reingekotzt habe. Aber es war auch alles eng, hauteng. Und ich wach so auf an so einem Beet, wo ein Baum ist, vor diesem Schloss, also auf dem Platz. All meine Homies sind weg, aber es ist ein anderer neben mir. Und er so zu mir, Max, wollen wir langsam nach Hause? Und ich so, ja. Und dann sind wir zum Bus gegangen und dann sind wir in so einen Bus rein und alle sind da rein. Und wir sind halt, das war so ein Gelenkbus. Oh, und, Schlenki. Und wir sind da ganz hinten und ich hock mich da so hin, rechts Uli, links Joachim gefühlt so, weißt du? Und dann geht's los, Junge. Und dann hoch und runter, Digga. Und wir fahren, ne? So schön Altstadt, Alter, Kopfsteinpflaster und mich rüttelt's komplett durch, ne? Und ich guck mich um, scheiße, Bruder, es kommt. Und ich hatte halt damals so eine Regenjacke an, die halt imprägniert war. Und ich habe mir volle Kanne in den linken Ärmel gekotzt. Digga, der war richtig voll. Und dann kennt ihr das, wenn ihr halt so kotzt und dann hört's so auf und ihr denkt, nice, und dann kommt aber noch was. Und ich hockte halt schon so mit dem Arm so nach oben und es kommt halt noch was. Also kotze ich dann so auch noch. Aber haben die das mitbekommen? Ja klar, Mann! Und dann kotze ich halt so richtig hart. Es ist ja übel laut, wenn sich einer übergibt, Kevin, Alter. Ja, okay. Voll am Röcheln und Würgen. Und dann geht's halt in den anderen Ärmel auch noch rein. Und das Witzige ist, ich kann mich an keine Reaktion oder so erinnern, weil ich war so in meiner Zone.